Seitdem er nicht mehr Finanzminister ist, so populär wie nie. Hans Eichel ist heute unser Gast. Außerdem freuen wir uns auf Werner Schneider, auf Katrin Bauerfeind und auf eine gewisse Larissa Marold. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend auch Ihnen zu Hause. Er war wahlweise der eiserne Hans, wurde beschimpft als, ich zitiere, lebende Büroklammer, bekam zeitweise sogar Morddrohungen und gilt bis heute als der sparsamste Finanzminister, den Deutschland jemals hatte. Bis heute legendär, wie er sich auf einem Parteitag angeblich so lange weigerte, seinen Kaffee zu bezahlen, bis Heidemarie Wieczorek-Zeul einsprang. Also. Er war aber auch der Mann, der Steuerbetrügern eine goldene Steuerbrücke bauen wollte, frei nach dem Motto, besser 25% von X als 0% von nix. Und heute sagt, das würde ich so nie wieder machen. Herzlich willkommen, Hans Eichel. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, sehr geil. Ja, und noch so ein Grand Seigneur. Sein Vater war Kaufmann und brachte ihm bei, dass jeder Finanzminister prinzipiell ein Gauner ist, der selbst einem nackten Mann noch herzhaft in die Tasche greift. Und nicht nur das, so ehrlich wie man nur sein kann, wenn es um das eigene Leben geht, erzählt er jetzt zum ersten Mal, wie ihn seine Kindheit geprägt hat. Waren meine Eltern Nazis, fragt er. Antwort, meine Mutter nicht, mein Vater nach Bedarf. Und er berichtet aus der Schule, in der man sich mit Heil Hitler begrüßte. Bis heute sagt er, verstehe ich nicht, wie man ein ganzes Volk zu diesem Gruß bringen konnte. Und er fragt ketzerisch, was, wenn Hitler einfach bei seinem eigentlichen Namen Schickelgruber geblieben wäre. Herzlich willkommen, Werner Schneider. Schön, dass du bei uns bist, Werner. Freue mich sehr. Ja, so lesenswert. So lesenswert die Lebensgeschichte von Werner Schneider ist, so sehr sind es ihre Geschichten vom schönen Scheitern. So hat sie ihr erstes Buch genannt. Und es macht deshalb so viel Spaß, weil es in Wahrheit eben nicht ums Scheitern, sondern ziemlich genau ums Gegenteil geht. Es ist im Grunde eine Gardinenpredigt für die Moralterroristen, die uns mittlerweile alle umzingeln. Warum muss ich mir als Raucherin zum Beispiel fiese Bilder auf einer Schachtel ansehen, fragt sie. Kommt doch auch keiner auf die Idee, auf ein halbes Pfund Hackfleisch das Bild einer erschossenen Kuh zu kleben. Und sie stellt die schöne Frage, wäre Casablanca auch dann noch ein cooler Film, wenn Humphrey Bogart statt einer Kippe mit einem Nikotinpflaster rumgelaufen wäre? Herzlich willkommen, Katrin Bauerfeind. Schön, dass du warst. Das ist in der Tat. Ja, und apropos Kippe. Es gab zwei Wochen in ihrem Leben, da hätte sie für eine Zigarette auch mit dem Wendler geknutscht. Selbst vor den nassen Filtern von Winfried Glatzeder machte sie nicht mehr Halt. Sie, das ist die Frau, die die Nation erst irritiert und dann begeistert hat. Die Frau, die im Dschungelcamp den legendären Satz sprach, wir können hier nicht sterben, das haben wir vertraglich unterschrieben. Die Frau, die über ihre Eltern sagte, sie bringen sich fast jeden Tag um, aber sie sind zusammen. Und die auf die Bemerkung, wir haben uns mittlerweile sehr an dich gewöhnt, die schöne Antwort gab, ich mich an mich nicht. Herzlich willkommen, Larissa Marold. Schön, dass du bei uns bist. Ja, schönen Abend nochmal in die Runde. Freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Herr Eichel, bevor wir gleich zu dem kommen, was die Menschen auch dieser Tage so bewegt hat, wie wenig anderes, der Steuerbetrugsprozess rund um Uli Hoeneß. Wie geht es Ihnen privat, Herr Eichel? Wir haben Richtung Jahresende erfahren, dass es Ihnen gesundheitlich nicht gut geht. Und viele haben sich fürchterlich erschrocken. Sie sollen einen Schlaganfall erlitten haben. Ja, klingt furchtbar. War aber Gott sei Dank nicht so. Das heißt, wir haben, wie wir das immer machen, über Silvester im Freundeskreis gefeiert. Wir fahren dann ein paar Tage weg. Wir waren in Weimar. Und das war in der Nacht vom 30. auf den 31. Wir hatten erst gefeiert und haben dann noch die restlichen Weihnachtsplätzchen gegessen, was man da so macht. Dann sind wir jeder in sein Zimmer gegangen und Treppe rauf, Betontreppe. Und ich hatte beide Hände voll, in eine Schale, in andere Gläser.
und gucke noch um und will mich noch verabschieden. Und in dem Augenblick stolpere ich, also richtig nackter Beton. Und was macht man da? Also man ist ja blöd. Ja. Ne? Statt dass man alles fallen lässt, um sich dann abzustützen, hält man alles fest. Ja, aber das sind alte Finanzministerreflexe, glaube ich. Das ist ja Wenn Sie damit recht haben, dann gibt es im Land ungeheuer viele Finanzminister. Ja. Denn inzwischen haben mir viele Leute bestätigt, sie machen das auch nicht besser. Dabei ist es Unfug. So, was habe ich gemacht? Ich bin gefallen und habe den Kopf als Bremse benutzt. Und der war noch verdreht. Und das hat dann oben am Halswirbel einen Bruch gegeben. Und Sie hatten den Halswirbel angebrochen. Ja, ja. Und die Arterie hat einen Schlag abgekriegt. Und das war die eigentlich üble Geschichte. Das hat dann 5 Stunden später zu dem Schlaganfall geführt. Und Ärzte sind ja, ich finde das auch in Ordnung, manchmal unnachahmlich brutal in ihrer Klarheit. Die haben ja gesagt, wissen Sie was, über Querschnittslähmung haben wir bei Ihnen nicht nachgedacht. Noch ein bisschen härter gestürzt und Sie waren weg. Das ist eine freundliche Auskunft, die man da kriegt. Ne? Aber man sieht, Finanzminister verstehen alles. Absolut, ja, das ist wahr. Da habe ich ein unglaubliches Glück gehabt. Sie kennen den schönen Autofahrerspruch. Fahre nicht schneller, als dein Schutzengel fliegen kann. Mein Schutzengel ist schneller geflogen, als ich stürzen konnte. Und hinterher hatte ich eine wunderbare medizinische Betreuung. Waren in Reha? Waren Sie richtig in Reha? Ich war erst in Weimar, und dann wurde ich in Jena operiert. Das ist auch komisch. Ne? Da wird Ihnen vorne der Hals aufgemacht, damit hinten operiert wird. Das ist alles auch ein bisschen, aber Sie merken ja nichts. Sie sind ja dann Sie sind, voll betäubt. Sie kriegen es nur vorher gesagt. Dann habe ich gesagt, da will ich aber nichts von davon merken. Und dann war ich am Bodensee in Allensbach in der Reha. Das ist alles wunderbar gelaufen und meine Frau hat mich dann prima betreut. Also für mich war das nicht so schlimm. Meine Frau hat da viel mehr drunter gelitten. Ich bin da Fatalist. Eine letzte Nachfrage, dieser Schlaganfall. Kündigt der sich an? Also haben Sie das so klassisch mitgekriegt, wie Nein, man einen Schlaganfall üblicherweise mitkriegt? Ich habe ja dann auch erst etwas gelernt. Man lernt ja dann immer bei solchen Fällen dazu. Nicht? Es war ja nicht so Schlaganfall und deswegen der Unfall. Dann wäre die Prognose für hinterher auch viel schlechter. Sondern es war der Unfall und aufgrund des Unfalls Stunden später der Schlaganfall. Und das war einfach so. Ich habe abends noch ferngesehen. Dann bin ich ins Bett gegangen, dann wollte ich morgens auf Toilette, so um 5 rum. Und dann hatte ich einen Schwindel, dass nichts mehr ging. Aber ich habe noch völlig klar gesprochen. Und dann hat meine Frau gesagt, du hast ja kalten Schweiß auf der Stirn. Und dann hat sie es mit der Angst gekriegt, Notarzt und dann ab ins Krankenhaus. Und dann ist es, wie gesagt, also medizinisch ganz wunderbar gelaufen und bin ich gut mehr weggekommen. Also, da freuen wir uns mit Ihnen, Herr Eichel, dass das so gut gelaufen ist. Und sind auch beruhigt. Vor allen Dingen merke ich, Sie sind schon wieder munter und auch angriffslustig und demzufolge auch wirklich im Vollbesitz Ihrer geistigen Kräfte. Ja, also Dachschaden habe ich keinen dabei von der Wie haben Sie denn das mitgekriegt, was rund um Uli Hoeneß jetzt passiert ist? Das muss ich Sie als ehemaligen Finanzminister fragen. Also ich fand das Theater einfach davor wie danach ziemlich unsäglich. Es ist schlicht Steuerhinterziehung, übrigens in schon erstaunlicher Größenordnung. Hat Sie das überrascht? Nein, nicht wirklich, weil es eine ganze Zeit in unserer Gesellschaft wirklich Kavaliersdelikt war. Und ich habe kürzlich im Handelsblatt dazu einen Artikel geschrieben. Ich erinnere mich ganz lebhaft an eine Veranstaltung des Bundesverbandes Deutscher Banken. Das war kurz nachdem Zumwinkel aufgeflogen war. Das war für mich übrigens eine große Enttäuschung, weil ich den Mann geschätzt hatte. Mit dem hatte ich ja viel zu tun. Sie hatten mit dem ja als Postchef sehr, sehr viel zu tun, als Staatsunternehmen sozusagen. Und ich habe ihn auch sehr geschätzt und deswegen war ich umso erschütterter darüber, dass er so etwas macht. Bundesverband Deutscher Banken, parlamentarischer Abend, Klaus-Peter Müller als Präsident, damals noch Chef der Commerzbank. Er hat da einen ganz klaren Satz gesagt, wer sowas macht, gehört nicht zu uns. Hab mich gefreut darüber, dass er da so klar Stellung gezogen hat, demonstrativ geklatscht und ein paar andere mit. Und der Rest, der ungefähr 300 Leute, hat ebenso demonstrativ nicht geklatscht. Und da macht man sich seine Gedanken. Ich habe dann am anderen Tag rumtelefoniert und sage, was ist denn da eigentlich los? Ja, haben mir einige, mit denen ich gut reden konnte, gesagt, weißt du, das ist durchaus bei uns Kavaliersdelikt. Und in ganz interner Runde gibt es auch Leute, die prahlen damit. So war das ja. Und bei Uli Hoeneß, es ist einfach nicht vorstellbar. Übrigens, ich kann nicht verstehen, wie innerhalb von Tagen aus 3,5 Millionen 28,5 Millionen werden. Das ist. Und was da noch alles steckt. Das ist im Grunde
deswegen war für mich die Sache klar. Ich habe vorher kein großes Theater darum gemacht, sondern habe nur gesagt, ich will auch gar nicht über Hoeneß reden. Aber Steuerhinterziehung ist Steuerhinterziehung, egal wer sie macht, und dann muss sie bestraft werden. Also diese wundersame Geldvermehrung ist auch interessant. Das Gegenteil dessen, was man als Finanzminister vermutlich erlebt die meiste Zeit. Gibt aber noch einen anderen Aspekt, und den haben Sie ja mal kurz angedeutet gerade. Ich würde mal gerne Frau Merkel zitieren. Die sagt, die Tatsache, dass Uli Hoeneß jetzt dieses Urteil so angenommen hat, nötigt mir hohen Respekt ab. Wie sehen Sie das? Mir nötigt das überhaupt keinen Respekt ab, weil... Was will ich denn machen? Ich sag mal, ganz nüchtern betrachtet, was ist denn passiert? Er wird sich überlegt haben, und seine Berater auch, was eine Revision oder eine Berufung bedeutet. Ob die Chancen, dabei besser wegzukommen als vorher, vielleicht größer sind als das Risiko, schlechter dabei wegzukommen. Und die Kalkulation war ja offenkundig, mindestens ist das Risiko genauso groß wie die Chance, also lassen wir es lieber. So einfach geht das. Das nötigt mir keinen Respekt ab, sondern wenn ein Urteil gesprochen ist, dann wird das entweder akzeptiert, als Letzte muss immer akzeptiert werden. Mhm. Also ich weiß nicht, wo da der Respekt herkommen soll, sondern normaler Vorgang. Mhm. Frage an Werner Schneider. Werner, also das nötigt mir großen Respekt ab von Seiten der Kanzlerin. Uli Hoeneß selber sagt, das entspricht meinem Verständnis von Anstand, Haltung und persönlicher Verantwortung, und sagt dann auch, diese Steuerhinterziehung war der Fehler meines Lebens. Das glauben wir ihm natürlich, aber Anstand, Haltung, großer persönlicher Respekt. Den letzten Satz kann man nur unterschreiben. Und ich glaube, das Wesentliche ist ja von Herrn Eichel gesagt worden. Mir fehlt ein Aspekt bei der Sache, und das ist der Aspekt Sucht. Sucht. Und dieser Aspekt Sucht hat mit unserer Zeit zu tun, mit unserer Einstellung zu Geld, zu Gier, zu diesem, wie ich immer sage, zur Wachstumsideologie, die ja vor ein paar Jahren an die Wand gefahren ist und wo man also relativ wenig unternimmt, außer Kosmetik, dass das nicht wieder passiert. Ich sehe Sie nicken, Herr Eichel, das freut mich wahnsinnig. Alle tun so, als ob nichts gewesen wäre. In der ersten Zeit hat der Hoeneß ja von sich selbst gesagt, er hat wie ein Irrer Tag und Nacht die Kurse und nur Anruf und Dings. Das ist natürlich, die Börse ist eine freigegebene Droge. Und wenn man sich da einlässt auf diese Sucht, dreht man durch. Denn für mich verlässt diese Summe, um die sich da, den Bereich der Normalität. Ich meine, was glauben denn diese Leute, wie alt sie werden? Wenn sie 140 Jahre alt oder 160 Jahre? Können sie sich einmal von Wolke 7 auf Wolke 9 hochkaufen? Es ist vollkommen unsinnig, diese Art Geld zu scheffeln und zu sammeln. Es ist einfach am Schluss, wenn man es ganz exakt beurteilt, ist es saudumm. Weil es wahrscheinlich auch am Ende, und das ist, glaube ich, auch die bittere Pointe in dieser Geschichte, dazu führt, dass er wahrscheinlich gar nicht mehr viel hat auf diesem Konto und jetzt vor der Frage steht, wie zahle ich 30 oder 40 oder 50 also Millionen Steuern zurück. Ich sag's noch mal. Die Sorge. Ich glaube aber, die gibt es. Verstehe das. Katrin, bist du jemand, der diese Vorgänge verfolgt? Ich bekomme das mit, ja. Ich habe die Geschichte habe ich erzählt bekommen, wie es von 3,5 auf 28, auf knapp 28 Millionen gegangen ist. Und hast welche Haltung, welche Meinung dazu? Ich bevorzuge in solchen Fällen, mich der Meinung zu enthalten, weil schon so viele Meinungen im Umlauf sind. Ich bin dann so schnell genervt, weil das dann ja jeder findet und jeder hat noch mal was dazu zu sagen und so. Und dann denke ich, dann muss es auch jemanden geben, der dann nichts mehr dazu sagt. Und das bin gerne ich, ehrlich gesagt. Oder ich finde das den Wahnsinn. Aber warum? Weil ich das Mediale drumherum nervt? Ja, alles, genau. Also das summiert sich ja dann zu einem... Aber findest du nicht, dass gerade in dem Fall es durchaus ein differenziertes Bild gibt? Also dass die Leute sehr wohl in der Lage sind, neben Schwarz und Weiß auch noch sehr viele Grautöne zu unterscheiden und zu sagen, jawohl, da gibt es jemanden, der hat große, große Verdienste. Aber dann gibt es eine Frage, die wir alle mal grundsätzlich beantworten müssen, nämlich die Frage, wie ehrlich sind wir eigentlich, wenn es um unseren eigenen Staat geht? Und da können wir uns ja teilweise auch selbst an die eigene Nase fassen. Und diese Debatte empfinde ich zumindest als relativ fruchtbar. Absolut, ich will gar nicht sagen, dass keiner Ahnung hat und jeder was dazu sagt. Das meine ich gar nicht. Da werden bestimmt auch die richtigen Grautöne getroffen. Nur ich finde dann immer, dann ist auch schon genug Grau. Da muss ich ja nicht auch noch mitmalen. So. Sagt man, wenn man in einem grünen Kleid hier sitzt, dann ist das auch absolut, absolut berechtigt. Herr Eichel.
Sie haben mal gesagt, nicht das Steuersystem schafft Betrüger. Das ist ja auch ein Vorwurf, der häufig kommt, dass die Leute sagen, ja, na, pass auf, keiner von uns ist mehr in der Lage, seine eigene Steuererklärung auszufüllen, was stimmt nebenbei. Und deswegen schafft dieses System sozusagen auch Anreize für Menschen, die versuchen, das ein oder andere Mal irgendwie in die Schweiz zu schaffen. Oder wie es also Reinhard Fenrich formuliert, die große Liebe liegt gebündelt in der Schweiz. Naja, wir reden ja nicht von diesem kleinen Schmuh, den es täglich auch gibt. Was heißt den kleinen Schmuh, den es täglich auch gibt? Also ich sage mal zum Beispiel, dass der Privatwagen als Firmenwagen geführt wird, obwohl das überwiegend privat genutzt wird. Und dann haben wir das in der Steuererklärung drin und das wird dann steuermindernd geltend gemacht. Haben Sie dafür Verständnis? Nein, eigentlich nicht. Aber ich sage mal so, dass, naja, es gibt eben auch viele Grautöne. Aber das ist doch nicht der Punkt, über den wir diskutieren. Wer sein Geld ins Ausland schafft, der kann mir doch nicht erzählen, das Steuersystem sei ihm zu kompliziert. Denn wer sein Geld ins Ausland schafft, der hat viel kriminelle Energie, der hat ganz gewiefte Berater, da sind dann auch Steuerberater, da sind Anwälte dabei, Bankberater dabei. Das ist ein komplizierter Vorgang. Aber erstmal es ins Ausland zu schaffen, ist ja legal, ne? Es ist ja völlig in Ordnung, wenn's vorher versteuertes hier, Geld ist doch völlig klar, in der Schweiz irgendwo anzulegen beispielsweise. Überhaupt kein Problem, wenn das vorher hier dem Finanzamt gemeldet ist und wenn hinterher die Erträge dem Finanzamt gemeldet werden, völlig in Ordnung. Wir können niemandem vorschreiben, wo er sein Geld anlegt, wenn er es legal macht. Deswegen sage ich nur diese Rede. Sicher, das Steuersystem könnte einfacher sein. Aber man sieht, wie die Lobby arbeitet. Ich kann davon ja auch ein Lied singen. Ich habe ja mich bemüht, es einfacher zu machen. Was heißt, wie die Lobby arbeitet? Wer hat da ein Interesse daran, dass es so kompliziert bleibt? Denken Sie, das letzte Thema hatten wir gerade in der vorigen Wahlperiode. Es ist ja heiß diskutiert worden, wie die Hoteliers entlastet worden sind. So, das macht doch alles keinen vernünftigen Sinn. Bloß, das sind die Einfallstore sozusagen für die kleinen täglichen Schmuh. Davon, das, wovon wir hier reden, auch bei Uli Hoeneß geredet haben, ist ein ganz anderer Sachverhalt. Und deswegen hat die Frage, ist das Steuersystem etwas komplizierter oder nicht so kompliziert, mit dieser Form der Steuerhinterziehung überhaupt nichts zu tun. Wozu führt denn das, also diese breite öffentliche Debatte, Werner, die wir da jetzt führen? Verändert das wirklich etwas oder gibt es nach wie vor die Leute, die sagen, ich bin noch ein bisschen schlauer als Sie alle zusammen? Ich glaube, es macht einen großen Teil der Bevölkerung zorniger, dass so etwas geschehen konnte. Und es macht sie selbstverständlich auch zornig, was hier angesprochen wurde, dass man Respekt bekundet. Ich persönlich breche keinerlei, wie nennt man das, Stab über den Hoeneß. Der Mann ist von seiner Struktur her, wenn ich das richtig sehe, nicht wirklich in der Lage, die Größenordnung dieser Sache zu begreifen. Kennst du ihn persönlich? Von einem ganz guten Gespräch. Wir waren einmal so der Talkpartner bei so einer Veranstaltung. Ich habe ihn interviewt. Und es war ein großes Vergnügen. Ich habe gesehen, dass der im Rahmen seiner Möglichkeiten sich sehr, sehr gut auskennt. Dass er auch formulieren kann, dass er sensibel ist. Aber natürlich unter der Dunstglocke CSU, Bayern München, in dieser Münchner Gesellschaft, in diesem Klüngel, da kommt man irgendwann einmal nicht mehr dazu, perspektivisch zu denken. Das ist eingeschränkt. Eine eingeschränkte Intelligenz. Das. Aber er hat. Moment. Spendet auch. Larissa sagt. Ich meine, ich habe, um ganz ehrlich zu sein, ich habe ganz wenig Ahnung von dem Ganzen. Ich habe das nicht mitverfolgt. Ich weiß aber von Erzählungen, er hat auch gespendet. Er hat auch Gutes vollbracht in seinem Leben, Gutes gemacht. Ja, das ist auch unbestritten. Das steht auch sozusagen auf der anderen Seite. Das entbindet einen aber dennoch nicht davon, natürlich Steuern zu bezahlen. Der Prozentsatz dessen, was er gespendet hat, nimmt sich relativ kläglich aus. Und vor allen Dingen, gespendet hat er immer in Anwesenheit von Fernsehen und Publikum. Die Steuerhinterziehung das war eher eine diskrete Sache. Das würde ich so Sache. Nicht stehen lassen wollen. Also doch, doch. Man hat jetzt laufend Ausschnitte gesehen im Fernsehen, nicht? Gut, okay, das ist das, was man weiß. Das ist das, was man weiß. Aber ich glaube schon, dass man Uli Hoeneß zu nahe tritt, wenn man ihm sagt, unterstellt, das macht er nur im Beisein von Kameras. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass der im Privaten ein nobler Mann war, eher. Ja. Ein bisschen nobel, ja. Ja. Also, neben ihm, der hat etwas hergegeben, ja. Sicher. Ich würde gerne noch mal zurück zur Frage auch der Steuer-CDs. Was heißt das denn, Herr Eichel, für Sie in letzter Konsequenz? Also Steuer-CDs kaufen, kaufen, kaufen? Ja, selbstverständlich. Das ist doch das Einzige, was zurzeit funktioniert. Ich kenne das doch. Ich habe doch angefangen, diese Zinssteuerrichtlinie, die hätte es in Europa nicht gegeben, wenn wir die damalige Regierung Schröder nicht so drauf gedrungen hätten. Aber das war ein ganz kleiner Anfang. Da haben wir gerade die Tür einen Spalt breit aufbekommen, auch bei der Schweiz.
war nur der Anfang. Und Sie, haben versucht, diese Brücke zu bauen? Ja, weil ich geglaubt habe, wir haben auch dann noch Beschlüsse in der G20 gefasst, wir hätten eine hinreichende Drohkulisse aufgebaut, dass jetzt die Steuerhinterzieher dächten, es wird langsam gefährlich. Das war Ende 2003 bis März 2005. So ist es. So, ja. Dann habe ich gedacht, die Drohkulisse ist groß genug, jetzt kannst du, jetzt hast du Aussicht auf Erfolg. Und das war ein Irrtum. Denn die kriminelle Energie und übrigens die Dickfälligkeit, die in diesen Kreisen gelegentlich herrscht, die habe ich völlig unterschätzt. Und dass dann selbst so jemand, den ich für einen eigentlich honorigen, seriösen Mann immer gehalten habe, wie Klaus Zumwinkel, das nicht nutzt, um sich ehrlich zu machen, das war ja neben allem anderen auch noch dumm. Nicht? Klar, er hätte in jedem Fall seine Position verloren, denn das ist auch klar, ich habe das alles nie verstanden, wenn... Privat kann ich mit jemandem auch befreundet sein und auch hinterher sagen, auch wenn er sowas gemacht hat, wir bleiben Freunde. Aber in einem öffentlichen Amt, in einer herausgehobenen Position, kann keiner bleiben, der Steuerhinterzieher war. Weder der Staatssekretär. Auch nicht das, was in Berlin passiert ist? Nein, natürlich nicht. André Schmitz, Kulturstaatssekretär in Berlin. Natürlich nicht. Ich persönlich schätze Klaus Wowereit sehr, aber ich habe nicht verstanden, dass er damals, als ihm dann von André Schmitz gesagt wurde, ich habe Steuern hinterzogen und hier gibt es das Verfahren und ich bin verurteilt, da hätte Klaus Wowereit sagen müssen, du hast zwar wunderbar hier gearbeitet, aber das war's. Letzte Frage in dem Zusammenhang. Glauben Sie, dass wir einen größeren Teil des gebunkerten Geldes irgendwo mittlerweile schon wieder zurückhaben zu Hause? Oder? Nein, ich glaube, der größere Teil ist noch längst draußen. Und er ist nicht mehr so sehr in der Schweiz. Vor allem keiner macht es mehr neu in der Schweiz. Mhm. Aber wir wollen mal bitte in den Pazifik gucken und sehen, was da alles liegt. Also Offshore-Leaks. Wir brauchen nicht nur Steuer-CDs aus der Schweiz, sondern wir brauchen Offshore-Leaks. Und zwar wesentlich mehr, als wir bisher haben. Also ein Thema, das uns noch eine ganze Weile begleiten wird. Herzlichen Dank, Hans Eichel. Und wo wir gerade so einen Vollblutpolitiker hier sitzen haben und einen politischen Kabarettisten, den es ja, in diesem Beruf gibt es ja eigentlich, oder gab es eine Zeit lang, war der so ein bisschen out. Katrin, ne? Politischer Kabarettist, bist du jemand, der sagt, politisches Kabarett schaue ich mir auch gerne mal wieder an? Also das kommt wieder, intelligentes politisches Kabarett? Ich gucke das sehr gerne, ja. Mhm. Ja. Also ich war jetzt noch nicht bei Ihnen, aber vielleicht komme ich ja nach heute Abend mal vorbei. So, das wäre mal ein Anfang. Und direkt die Frage an Werner Schneider. Werner, wie bist du politisiert worden? Du hast ein, wie ich finde, sehr ehrliches vor allen Dingen Buch darüber geschrieben, wie die Anfänge waren in Österreich, wer deine Eltern waren. Von einem, der auszog, politisch zu werden, ist der Titel. Ja. Wie erinnerst du diese Kindheit in Österreich und speziell mit Blick auch aufs Dritte Reich, auf das sogenannte? Es ist ganz magisch eigentlich, dass ein paar Momente sich so eingefressen haben. Und der erste Moment, der sich so eingefressen hat, war eine Radioszene. Da waren die Nachrichten und es wurde von der V2 gesprochen. Später habe ich erfahren, das hieß Vergeltungswaffe. Ob die noch eine Wende in dem Krieg bringt, ob man diesen Krieg noch gewinnen kann. Und ich weiß heute noch, dass mir schon vorher meine Mutter gesagt hatte, der General Paulus hätte den Hitler verraten bei Stalingrad, weil er eine Schlacht verloren gab. Mhm. Und dann habe ich auch im Elternhaus erfahren, dass ein General oder Admiral Rommel in Afrika versagt hätte. Also ich war sehr früh mit solchen Dingen sozusagen konfrontiert, habe aber für mich selbst noch Indianer gespielt, nämlich in der Art und Weise, dass ich geglaubt habe, ich habe eine Panzerfaust und werde jetzt selbst also alle russischen Panzer aufhalten. Mhm. Und diese Kinderträume haben sich dann so langsam verschoben, denn ich war auf der Straße, als zum ersten Mal auf Klagenfurt, der Stadt meiner Jugend, Bomben gefallen sind. Mhm. Meine Schwester hat mich damals noch ganz in letzter Minute noch in einen Luftschutzkeller gezerrt. Und da, ein erster Luftschutzkeller, in dem wir eingewiesen worden wären von einem Polizisten, waren alle tot. Das habe ich dann erfahren. Da war ich 5. Und da habe ich gedacht, also so lustig ist es mit dem Krieg nicht. Und sogar ging das Schritt für Schritt, sodass ich dann, wie ich 7 war, 8 war, wie also die Engländer kamen und uns besetzten, wie man gesagt hat, war ich eigentlich schon Pazifist. Ich habe noch nicht gewusst, was damals Pazifismus heißt. Mhm. Aber wenn ich mich heute erinnere, habe ich gewusst, Waffen sind was Furchtbares. Im Buch gebrauche ich ein anderes Wort. Du brauchst das Wort Scheiße. Ja, ich brauche das Scheiße, genau. Nazis sind Scheiße, ja. Waffen sind Scheiße. Scheiße. Und Nazis sind Scheiße. Genau. Ja, ja, ja. So. Nun,
Nun, macht ein junger Mensch sich dann in solchen Situationen, macht Pläne. Er sagt, also, was will ich also eigentlich erreichen? Mhm. Ich will eigentlich immer erreichen, wenn ich über Politik rede, dass die Leute sich das jetzt anhören, was ich sage. Und so ist man im Gymnasium in einer Klasse, wo manche aus einem ganz anderen Haushalt kommen und das nicht denken. Und mit denen beginnt man zu streiten. Mhm. Und so schaukelt sich das eben hoch. Und wenn man dann ein schreibender Mensch ist und dann eines Tages beginnt, die Gedanken zu formulieren und die Formulierungen werden dann aus Gründen, die ich nicht beurteilen kann, oder eigentlich schon, sie kommen auch aus der Literatur, die man gelesen hat, die Formulierungen werden immer satirischer oder der Tonfall wird satirischer. Mhm. Ja, und irgendwann wird man halt Kabarettist. Und es ist dann so, dass ich in diesem Buch dann die Nummern, die ich dann später aus den ersten Kabarettzeiten mit Hildebrand und dann aus meinen Solozeiten und dann vom Comeback, also meinem letzten aktuellen Programm, hineinnehme, immer in Relation setze zur Zeitgeschichte und sage, wo leitet sich das ab und was glaube ich privat? Und wenn man, Werner, die Bemerkung in den Raum wirft, woher leitet sich das ab oder die Frage dann spielt, so habe ich das zumindest wahrgenommen, eine ganz entscheidende Rolle, nicht so sehr die Konfrontation mit deiner Mutter, sondern die Konfrontation mit deinem Vater. Wenn es eine Konfrontation gewesen wäre, es war leider nur ein Dulden. Denn mein Vater war, es ist wirklich nicht einfach, das über einen Vater zu sagen. Aber sonst kommt man zu keiner Wahrheit. Mein Vater war ein klassischer Opportunist. Du hast mal das Wort Meinungsjongleur gebraucht. Auch Meinungsjongleur, kann man ruhig sagen. Mein Vater war ein Mann, der vor seinem Sohn gesagt hat zu Leuten, die narzisstisch angehaucht waren, der durchaus beigestimmt, wenn behauptet wurde, die Juden sind schuld an ihrem Schicksal. Die haben übertrieben und die haben also was man ihnen eben so alles vorwirft. War die Gesellschaft anders zusammengesetzt, hat er gesagt, sei eine Schande, was man diesem auserwählten Volk angetan hat. Und da sitzt man dann dort und sagt, entschuldige, mein Vater ist eine Person, der hat zwei Meinungen. Und da schärft sich der Blick für die Moral des Bürgers, des Bürgertums. In der Folge kommt man natürlich auch darauf, dass in der sogenannten bürgerlichen Familie die innere Wahrheit und die Außendarstellung ganz stark differieren. Also wenn ununterbrochen gesagt wird, was werden die Leute dazu sagen? Mhm. Wenn man also immer angehalten wird, nach außen eine gute Figur zu machen und zu Hause kann es notfalls drunter und drüber gehen, da wird man, also man wird Satiriker. Es bleibt einem nichts übrig. Mhm. Ja? Trotzdem noch mal die Frage, Werner, weil das gerade auch ein Vater im Binnenverhältnis jetzt auch zu seinem Sohn. Es gibt ja in vielen Familien diese Sprachlosigkeit, dass du erlebst, dass du kannst nicht mit deiner Mutter wirklich offen reden, du kannst mit Freunden alles Mögliche besprechen, mit deinem eigenen Vater nicht. Und gerade dieses Verhältnis Vater-Sohn ist ja eins, das eigentlich wichtig wäre, das sich unheimlich prägt. Und wenn du dann plötzlich merkst, dein Vater ist nicht der, für den du ihn gehalten hast. Für den du ihn gerne halten würdest. Oder so. Ja. Das tut doch weh. Ja, das ist ein bleibender Schmerz. Und ich weiß, dass ich nach dem Tod des Vaters unglaublich traurig war, weil ich mir gesagt habe, es ist nie zu einem entscheidenden Gespräch gekommen. Mhm. Er hat sich dem immer entzogen. Das ist eine Wunde, die nie heilt. Wird man das jemals wieder los, insofern, als man sagt, na gut, der war auch Opfer der Umstände? Selbstverständlich. Es gibt da so eine Neigung, natürlich, oder eine völlig berechtigte Neigung, ihn zu exkulpieren, weil man dann sagt, woher kommt er, aus welchem Milieu kommt er. Sein Vater hat er früh verloren, seine Mutter war eine problematische Person. Also, aber es endet ja nichts dran. Nicht? Also, er war mein Vater und er hat die Figur, die ein Vater ausfüllen musste, nicht einmal begriffen. Wird man dann selber ein anderer Vater? Du jetzt auch mit Blick auf deinen Sohn? Ja, man übertreibt das Gegenteil. Wenn du meinen Sohn fragen würdest, hat er gesagt, mein Vater hat mich behelligt. Der war zu viel da für mich, der wollte zu viel von mir. Das hat uns lange Zeit Schwierigkeiten gemacht. Jetzt sind wir Gott sei Dank seit Jahren schon in einem wunderbaren Fahrwasser. Und ich muss sagen, das Heilsamste auf diesem Gebiet ist, wenn man Großvater wird. Das entspannt kolossal. Weil? Warum ist das so, Werner? Warum ist das so?
Naja, weil erstens einmal beobachtet man an seinem Sohn Züge, die man vor dem nicht so wahrgenommen hatte, nämlich, dass er in seiner Figur als Vater ganz toll ist, ein ganz toller Vater ist. Und da spendet man ihm Applaus, nicht? Und wenn er Schwierigkeiten hat mit seinem selbstverständlich renitenten Sohn, weil das ist ja ein Enkel von mir, nicht? Ja, ja. Und wenn ich dann sehe, dass er unter dessen Renitenz ein bisschen leidet, habe ich ein Vergnügen und eine Freude. Nicht? Das ist ja... Das ist schön. Wie gut. Aber trotzdem, ich kann noch mal einmal auf diesen Punkt zurückkommen, weil ich vor kurzem auch mit einem sehr bekannten Schauspieler darüber gesprochen habe, über dieses sehr schwierige Vater-Sohn-Verhältnis. Du kriegst das ja zweimal. Du kriegst das einmal im Erleben, im direkten Erleben mit dem Vater und merkst plötzlich, okay, das ist nicht konsistent, das ist nicht wirklich eine stringente Person, die da vor mir steht. Und du kriegst es dann noch mal, wenn du selber Vater wirst. Weil du all das noch mal vergleichst und die ganze Zeit. Und immer ist dieses alte Ding noch im Hinterkopf, während du dir überlegst, wie mache ich es jetzt selber bei meinem Sohn? Ja, am Ende der ganzen Sache steht die Erkenntnis, dass Erziehen Glückssache ist. Also ich meine, wenn wir jetzt über Pädagogik reden, ich entsinne mich, ich habe viele Nächte meines Lebens nicht geschlafen, aus zwei Gründen. Der erste Grund war, wo ich mir gesagt habe, warum hast du nichts gesagt? Warum hast du geschwiegen? Es ist deine Pflicht, als Vater einzuschreiten. Der zweite Grund, warum ich nicht schlafen konnte, habe ich mein Maul nicht halten können. Hat es wieder den Krach geben müssen. Also, wie ich es gemacht habe, war es für mich falsch. Ob es dann vor der Welt vielleicht in der Summe richtig ist, vielleicht. Hat dein Vater von deiner inneren Rebellion, die dann ja irgendwann einsetzte, hat der das mitgekriegt? Nein, der hat sich entzogen. Der hat sich entzogen. Der hat einfach das Gespräch verweigert. Er war unemanzipiert. Insofern tut er mir in Erinnerung leid. Er hat sich nicht getraut. Er hat schon gesehen, mit dem Sohn geht irgendwas vor. Das ist kein Volltrottel, der Sohn. Der hat eine gewisse Substanz. Und der Substanz hat er sich nicht gewachsen gefühlt. Mhm. Ich meine, wenn ich heute die Sätze, die mein Vater zu mir gesagt hat, die mir geblieben sind, zusammenzähle, komme ich auf ungefähr 5. Die allerdings waren sehr substanziell. Beispiel? Er hat zum Beispiel gesagt, du kannst in deinem Leben den abgeschabtesten Anzug haben. Wenn der Kragen in Ordnung ist und die Schuhe geputzt, bist du gut angezogen. Umgekehrt geht es nicht. Du kannst den schönsten Anzug anhaben. Ja, ja. Mit einem schäbigen Kragen und ungeputzten Schuhen bist du verloren. Das ist... Das habe ich ihm zu verdanken. Und wo wir gerade so schön über die Eltern sprechen. Du hast gesagt, mein Vater war sozusagen bei Gelegenheit, war der mal Nationalsozialist. Meine Mutter nicht. Deine Mutter hast du da immer ausgenommen. Heißt das, dass sie sich dem auch aktiv verweigert hat, nein, und das auch zu erkennen gegeben hat? Nein. Meine Mutter hat auch immer gesagt, man muss quasi bis zu einem gewissen Grad mit den Wölfen heulen. Weil man ja sonst sich etwas schaden könnte, nicht? Weil man sich ja schaden könnte, nicht? Der typisch bürgerliche Haltung. Nur im ganz kleinsten Kreis hat sie gesagt, dass sie von den Nazis nichts hält, weil das ja ein Männlichkeitswahn ist, nicht? Die haben immer Uniformen an und sind so He-Man, wie man heute sagt. Und das wollte sie nicht. Das wollte sie nicht. Aber sie wollte natürlich schon, dass die etwas minderwertigere Rasse, zum Beispiel das Slaven, nicht viel zu reden hat. Das waren Sudetendeutsche, die waren natürlich geprägt, nicht? Und was sie immer gemeint hat mit dem Satz, dass die der Franzosen ein degeneriertes Volk sind, da musste ich mich erst als Mann entwickeln, um zu begreifen, was sie damit meint. Ich verstehe. Ja. L'amour. Ja. Und der Nuancen. Ja, alles, was wir da auch so lesen von Tretrollern und anderen Dingen, die da auch teilweise eine Rolle spielen. Muss man... Im Nachhinein, wenn man sich das ganze Leben so anschaut, was dir widerfahren ist, wie erfolgreich das auch war und auch wie viel Glück dir letzten Endes auch zuteil geworden ist, auf eine Art und Weise, muss man den Eltern dann fast dafür dankbar sein, dass es in gewisser Weise so verkorkst war? Das ist ein Paradoxon, ja, das ist, aber es ist Zynismus. Es ist schwer, das abzuwägen. Die Schmerzen, ich neige zu dem, was du mir hier jetzt anbietest, dass ich sage, ich verdanke der Tatsache, dass meine Kindheit in einer gewissen Weise, um es vorsichtig zu sagen, sehr widersprüchlich war, um nicht zu sagen todtraurig, dem verdanke ich sehr viel, weil es hat mich geprägt. Mhm. Weil daher diese
Lust kommt, was zu machen und dieses Vakuum auch da ist. Da fehlt immer irgendwas. Wenn du mit deiner Großmutter und deiner Mutter aufwächst, die ununterbrochen abwechselnd sagen, wenn du dich nicht änderst, wirst du dich schön anschauen. Das ist so eine sudetendeutsche Redensart, das heißt, du wirst schon sehen, wohin das führt. Ja. Wenn man das ein paar Mal zu oft sagt, ja, ja, erreicht man nur, dass der Betreffende, ich, sagt ihr, euch wär's zeigen. Ja. 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 Das ist wahrscheinlich das ganze Paradoxon, das in Erziehung auch grundsätzlich drinsteckt. Ja. Und ich frage mich oft, ob die Menschen, die diese eine Seite, die ihnen da sozusagen fehlt, diese emotionale Seite, und die dadurch möglicherweise so erfolgreich geworden sind wie du auch, ob die glücklichere Menschen sind als die anderen, die diese Seite hatten und deswegen aber vielleicht nicht diesen Biss entwickelt haben. Ja, wer will das entscheiden? Ich meine, wir können ja die Sache nicht von hinten her aufrollen. Wir sind, wie wir sind, und wir machen toi 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 das Beste draus. Also, ein sehr, sehr schönes Buch und ein sehr ehrliches Gespräch im Binnenverhältnis jetzt auch zu den Eltern. Hört man so selten, weil gerade Menschen, ohne dir nahe zu treten zu wollen, Werner, aber ich darf sagen, du bist 77. Ja. Und Menschen einer gewissen Generation neigen manchmal, ich weiß, aber die neigen manchmal dazu, alles so schön zu reden und zu sagen, nein, war alles großartig, war es eben nicht. Denn Familiengeschichte ist Zeitgeschichte. Ja, klar. Und wenn wir zur Zeitgeschichte ehrlich sind, müssen wir auch zur Familiengeschichte ehrlich sein, weil sonst hat das alles keinen genau. Sinn. Oder, genau, so ist es. Oder um mal letzte Woche hier den sehr geschätzten Frank Goosen zu zitieren, der immer den schönen Satz bekommen hat von seiner Großmutter, woanders ist auch scheiße. Hast du, Werner, mitgekriegt, was die junge Frau neben dir in Deutschland ausgelöst hat, sagen wir jetzt mal ganz allgemein? Ich bitte mich jetzt nicht für einen Snob zu halten. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Minute von dieser Dschungelsendung gesehen. Ich auch nicht. Du, ja, sehr gut. Sehr gut. Herr Eichel auch nicht. Das ist gut. Guckst du Dschungelcamp, Nein, Katrin? Ich gucke kein Dschungelcamp. Also ich kenne schon, ich habe schon ein paar Ausschnitte und so gesehen. Und ich bin gerade bei dieser Staffel, ich habe es echt versucht und hatte aber das Pech, dass in dem Moment, als ich wieder reingeseppt habe, hat gerade irgendjemand wieder Hoden gegessen und die Flüssigkeit ist ihm ins Gesicht gespritzt und mir wurde so schlecht, dass ich wieder weiterschalten musste. Also, ja, ich bin auch diesmal leider wieder nicht reingekommen. Das läuft nicht so gut zwischen mir und der Sendung. Aber damit ich mich jetzt nicht als total unwissend darstelle, ich lese ja jeden Tag die Zeitung und habe einmal gelesen, was diese junge Dame geantwortet hat auf die Frage, warum sie es gemacht hat. Ich hoffe, dass ich es jetzt annähernd richtig zitiere. Sie wollte bekannt werden und viel Geld verdienen. Ich finde das vollkommen legitim. Ja, das ist richtig. Die Frage ist, war es so, Larissa? So ähnlich, ja. So ähnlich, nicht? Ja. Larissa, um jetzt mal ganz von vorne anzufangen, weil hier lauter Unwissende sitzen. Wie würdest du den beiden Herren links und rechts von dir erklären, was das Dschungelcamp ist und was du da gemacht hast? Das Dschungelcamp ist nichts anderes als ein Dschungel. In Australien, wo Leute aus der Entertainment-Industrie reingehen, um Geld zu verdienen und ihr Image entweder verbessern wollen oder verschlechtern. So. Das ist eine schöne Definition. Das geht eigentlich schlimmer, ne? Ja. Das ist beim Dschungelcamp, was halt sehr. Das Interessante beim Dschungel ist, man kann sich wirklich selbst das Genick brechen. Also sprich, man kann rauskommen. Und dieser Arsch? Man geht da schon mit dem Risiko rein, in dieses Ungewisse. Was passiert dort eigentlich? Man geht da schon rein in das Ungewisse. Und man weiß, dass man der Karriere sehr schaden könnte. Mhm. Und ich glaube auch, also in meinem Fall, mir wurde ja zuerst auch davon abgeraten, von mehreren Seiten. Mhm. Aber ich habe mich dann am Ende doch dazu entschieden, weil ich hatte ja schon diesen Reality-Stempel auf eine Art und Weise. Weil du bei Germany's Next Topmodel war, bei Austria's Next Topmodel. Und ich habe schon sehr viele Reality-Sendungen. Also ich habe das hast du auch gewonnen, ne? Genau, ich habe es gewonnen, hatte schon sehr viel Erfahrung. Ja. Und ich dachte mir, ich gehe da schon rein einfach mit einem Optimismus, ziehe einfach mein Ding durch. Und es ist eine Unterhaltungsshow. Der Dschungel ist eine Unterhaltungsshow. Das mit den Prüfungen, das kommt dann dazu, habe ich mir auch anders vorgestellt. Ja. War weniger unterhaltsam für mich. Aber im Großen und Ganzen ist der Dschungel halt auch mittlerweile
eine interessante Unterhaltungsshow, die wirklich mehr, also Leute aus verschiedenen Branchen schauen ja, sich das an. Warum hast du das andere sozusagen erst mal angefangen? Also Austria's Next Topmodel Germany, um berühmt zu werden, reich zu werden, keine Ahnung was zu werden. Was war das Ziel? Warum macht man das? Ich muss ganz ehrlich sagen, zum Beispiel Austria's Next Topmodel, ich bin eigentlich leidenschaftliche Theaterschauspielerin. Mhm. Also ich habe auch zurzeit wieder eine Anfrage vom Theater bekommen. Aber das ist jetzt noch nicht fixiert, da wird man drüber reden. Ja. Aber ich bin eigentlich eine leidenschaftliche Theaterschauspielerin. Ich war schon mit 14 am Theater, habe dort angefangen. Und das mit dem Modeln, das war, um ehrlich zu sein, am Anfang war das eher so, ich war in der Schule oft so das hässliche Entlein, also mir hat niemand was zugetraut und ich dachte, okay, ich zeig's euch jetzt allen. Nur mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich Sachen nur noch, weil ich es will. Also ich will nicht, ich will den anderen nichts mehr beweisen, sondern mir selbst. Mhm. Das ist über die Jahre dann so gekommen. Also ich habe sehr viel dazugelernt. Und hast du im Dschungel geschauspielert? Sagen wir es so, ich glaube mal, ich meine, ich bin eine ausgebildete Schauspielerin und der Dschungel ist ja auch eine Unterhaltungsshow. Aber ich bin auch, in allem, was ich tue, habe ich sehr viel Charakter und ich verstell mich also nicht. Mhm. Aber natürlich, ich bin ausgebildet worden, um Leute zu unterhalten. Das ist auch ein Job. Auf der anderen Seite bleibe ich mir aber selbst treu. Mhm. Also sprich, ich muss mich nicht verstellen, mache ich auch nicht. Ja. Mir ist es ganz wichtig, dass man authentisch bleibt. Aber natürlich, auf die Frage kann ich jetzt nicht ja, nicht nein sagen. Ich will nämlich, dass der Zuschauer sich selbst ein Bild macht. Mhm. Und lass mich die Frage noch mal anders formulieren. Hast du im Dschungel geschauspielert? Was würdest du sagen? Das war die Frage, um die es immer ging. Bezüglich diverser, was denn zum Beispiel? Bezüglich diverser Stolperer oder? Also wie oft bist du wirklich hingefallen zum Beispiel? Wie oft bist du wirklich gestolpert? Das Problem ist, ich habe lange Beine. Über die stolpert man. Es ist wirklich so. Wenn man große und lange Beine hat, da kommt man manchmal nicht so zurecht damit. Also ich stelle auch die Frage noch mal anders. Wie oft bist du wirklich gestolpert, Larissa? Spielt doch keine Rolle. Es ist wahr. Ich glaube, es spielt gar keine Rolle. Bist du wirklich aus der Hängematte gefallen? An manches kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Es war in jedem Fall ein großer Spaß, um das jetzt auch in die richtige Richtung zu bringen. Wie war das denn, wenn man da ankommt und dann liegt man da plötzlich und dann diese Geräusche und das bisschen Reis. Ich meine, als Model ist man das gewöhnt, relativ wenig zu essen. Aber nichtsdestotrotz, das treibt dann ja fast in den Wahnsinn, oder nicht? Und dann der Glatzenpeter, hätte ich jetzt schon fast gesagt, also Winfried Glatzeder neben einem und auf der anderen Seite der Wendler. Ja, das Schlimme war, glaube ich, einfach der Schwefelgeschmack des Wassers, weil wir mussten es ja kochen, bevor wir das getrunken haben. Und es hatte dann so einen Schwefelgeschmack einfach. Und ich war die ganze Zeit ausgetrocknet, hatte ich das Gefühl. Aber am schlimmsten war natürlich einfach dort zu schlafen. Also ich hatte sehr viel Schlafmangel. Und einfach, ich musste wirklich jeden Tag zu einer Prüfung. Und das Problem bei einer Prüfung ist, man muss ja auch hin zur Prüfung und wieder zurück. Allein der Weg war eine Anstrengung. Danach waren die ganzen Klamotten dreckig. Mhm. Und es war grauenhaft. Aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ja. Wie oft wolltest du raus? Ich hatte eigentlich immer so einen Donald Duck Blick und habe mein Geld vor dir. Ich habe mein Geld irgendwo im Himmel gesehen. Ja. Dagobert ist der unsympathische Zeitgenosse. Ja. Nein, und es war schon eine Erfahrung. Es war eine gute Erfahrung jetzt am Ende. Und was hast du denn gedacht, dass du gemerkt hast, ich werde Tag für Tag wählen die mich in diese Dschungelprüfungen? Die können mich nicht leiden oder das ist ein Fehler im System? Oder was hast du gedacht? Ich dachte, ich muss echt unterhaltsam sein. Irgendwas stimmt da nicht. Stimmt ja auch, warst du ja. Für mich die größte Szene, wie Larissa in diesem Auto, in dieser Stretch-Limo. Ich sag mal so, die Dschungelprüfungen, dieser Teil, der war nicht gefaked. Also es war wirklich, wirklich hart. Es war wirklich so. Also alles, was man dann gesehen hat von den Dschungelprüfungen allein, vom Schwierigkeitsgrad her, ich kann mir vorstellen, dass das in echt sogar für mich noch eine größere Herausforderung war. Ist es jetzt, beim Fernsehen sieht ja immer alles ein bisschen anders aus. Ja, das sah schon hart aus. Aber ich sah zum Beispiel, ich sah diesen kleinen Clip, als ich mit Mola die Prüfung hatte. Ja. Und in echt
war die Höhe, also es sah viel höher aus, als man jetzt im Fernsehen gesehen hat. Für mich jetzt vom Gefühl her. Und es war schon eine verrückte Zeit in meinem Leben. Was machst du sonst, Larissa? Du bist jemand, der vorzugsweise in Österreich zu Hause ist, in New York lebt? Oder wo siehst du deine Zukunft? Ja, ich bin eine Reisende. Also ich bleibe eigentlich nie lange an einem Ort. Mhm. Ist das im Moment auch besser so? Ich bleibe immer nur so lange, solange es mich jetzt beruflich an einer Stadt festhält, solange ich Spaß dran habe. Aber grundsätzlich bin ich eine Reisende, mich zieht es immer woanders hin. Bei mir weiß man nie, was als nächstes kommt. Und also ich folge meinem Beruf. Mhm. Das ist meine größte Liebe, sozusagen. Und ich liebe New York. New York, also ich kriege Gänsehaut, wenn ich an New York denke. Deswegen weiß ich, dass ich dort auch richtig bin. Aber zurzeit bin ich in Deutschland sehr gut aufgehoben, trainiere gerade für Let's Dance, habe auch noch andere Projekte und nütze die Zeit hier sinnvoll. Und verdienst Geld, weil man in New York auch viel Geld braucht natürlich. Genau, New York ist eine sehr teure Stadt. Und das Problem in New York ist, dass ich dort, also, oder ist auch gut so, weil keiner kennt mich dort, so ein Fluchtort von mir auch. Mhm. Aber es ist halt sehr teuer und ich finanziere mir auch diverse Ausbildungsstunden selber, ich finanziere mir die Wohnung selber. Mhm. Und ich will jetzt nicht so rüberkommen, als ob Geld alles für mich wäre, aber ich bin eine Geschäftsfrau, Geld ist ein wichtiger Teil im Leben und ich brauche Geld, um meine Wünsche zu erfüllen, um meine Reisen zu finanzieren. So, das ist doch mal eine ehrliche Antwort, finde ich. Und wo versteuert sie, ne? Ich darf sagen, wenn sie dann noch ordentlich Steuern zahlt, dann bin ich auch dafür. Ja, ja, ich zahle immer Steuern. Ja, absolut. Ich weiß, wie, ja, also du zahlst schon Steuern, ne? Ja. Ja. Entschuldigung. Nicht sehr begeistert. Nein, ich zahle Steuern. Es ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. In Österreich oder in New York? Ich zahle wirklich Steuern, aber ich kenne mich ja in diesen ganzen in dieser Finanzierungspolitik. Da bin ich froh, dass es dann so Menschen wie Sie gibt, die was darauf Wert legen. Darf ich dir ganz kurz vorstellen, kein Steuerberater, ehemaliger Finanzminister. Ja? Also ich buche mal meinen Flug für die Ich habe alle gegoogelt. Ja, du hast alle, die hier sitzen, gegoogelt? Ich habe alle. Das finde ich gut. Nee, man muss ja informiert sein. Absolut, sage ich auch immer. Was hast du denn, bevor wir gleich zu Katrin Bauerfeind kommen, unter Katrin Bauerfeind gefunden? Ich habe herausgefunden, dass vor allem großen Respekt an ihren Karriereweg und an die ganzen Moderatoren-Shops, welche Sender sie arbeitet, welche Popstars sie schon interviewt hat und in London die ganzen Sachen für MTV und so weiter. Also ich merke mir das ja. Ich lese das einmal durch und habe ein sehr gutes Gedächtnis. Ich speichere mir das ein, ich vergesse nichts. Du bist gar nicht so tollpatschig. Das ist ein Irrtum. Also ich habe schon oft gehört, dass Leute sagen, ich vergesse etwas. Ja. Ich bin ein sehr aufmerksames Wesen. Ich vergesse nichts. Nichts. Larissa, die uns, ich glaube, das darf ich im Namen des deutschen Volkes auch mal sagen, die uns großen Spaß gemacht hat, als fast Dschungelkönigin bis Zweite geworden. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Danke. Die Krone. Danke für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Wirklich viel Freude gemacht hat. So, und wenn wir gerade hören, da ist jemand, der auch viel persönliches Risiko geht, der sagt, pass auf, ich gehe nach New York, raus in die weite Welt, aus dem schönen Österreich, wo die Welt rund und gesund ist eigentlich und die Sonne hinter den Bergen hervorscheint und sich was traut. Da schreibt Katrin Bauerfeind ein Buch über das schöne Scheitern, Katrin. Und das fand ich einen schönen Ansatz wiederum, weil es ja eigentlich nicht um das Scheitern geht, sondern es geht um das Schöne im Scheitern. Erklär das mal ein bisschen. Naja, also ich habe mir ja überlegt, dieses Buch zu schreiben,
und habe gedacht, ich persönlich kann sehr gut scheitern. Man braucht ja auch immer ein Thema, ja? Und dann habe ich gedacht, Kochbuch, ja, aber ich kann gar nicht kochen. Und dann habe ich gedacht, ich mache einen Beziehungsratgeber. Und dann habe ich gedacht, ist blöd vielleicht, wenn du Single bist, bisschen unglaubwürdig. Und so ein Kinderbuch geht auch nicht, ich habe ja auch keine Kinder. Also habe ich gedacht, guck mal, unterm Strich, weißt du, worin du richtig gut bist? Also im Scheitern. So. Und das Scheitern ist ja was, das kennen wir alle, ne? Also es gehört zum Leben dazu. Es gibt viele Situationen, man steht morgens auf, geht ins Bad, denkt, wer hat das Bild mit abstrakter Kunst hier aufgehangen? Also ja, es ist ein günstiges Hobby für die ganze Familie und ich bin ja Scheidungskind und weiß, wovon ich rede. Also deswegen habe ich gedacht, ich schreibe das auf und das, man sollte aber am Scheitern nicht verzweifeln, das ist ganz wichtig, weil das Spektrum heute der Möglichkeiten, in denen du top sein könntest, wir könnten alle dünner, wir könnten alle geiler, smarter und besser sein, also der Druck ist relativ hoch, das heißt, die Gefahr zu scheitern wird auch größer, das heißt, wir brauchen einen anderen Umgang damit. Also man darf nicht dran verzweifeln, wenn etwas nicht funktioniert, sondern man sollte es bestenfalls mit Humor nehmen, solange wie es geht, um vielleicht die große Katastrophe zu vermeiden. Ich kann das auch noch in einem Bild sagen, der Berliner Flughafen zum Beispiel, der scheitert ja am Ende nicht. Man lachen schon alle, man muss nur Berliner Flughafen sagen, lachen die Leute schon. Ja. Ja. Der Berliner Flughafen zu eröffnen. Ne? Bitte? Niemand hat die Absicht. Kennen Sie das? Das ist ein wunderschöner Plakat von Honecker. Ja, Ulbricht. Ulbricht war es noch. Genau. Damals gesagt hat, kein Mensch hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Ja. Und jetzt finden Sie in Berlin das Plakat mit Ulbricht und darunter steht, kein Mensch hat die Absicht, einen Flughafen zu eröffnen. Also ich glaube, es ist eben so, der Berliner Flughafen scheitert aber am Ende nicht, weil die Rollbahn vergessen wurde, sondern zusammengezählt sind das jetzt, glaube ich, 70.000 Mängel. Dann hat man das große Scheitern. Mein Ansatz ist jetzt zu sagen, wie kann ich mit all diesen kleinen Niederlagen so umgehen, dass ich vielleicht die große Katastrophe vermeide, dass es gar nicht erst zum Berliner Flughafen kommt. So. Bist du, Katrin, habe ich mich gefragt, haben wir eine schöne Geschichte ganz abseits jetzt dieses wirklich sehr unterhaltsamen Buches gefunden. Macht großen Spaß, da mal so an einem lauen Sommerabend, hätte ich fast gesagt, durchzulesen. Und man ertappt sich dabei, wie man auf Seite für Seite sich selber wiedererkennt und dann einmal laut auflacht. Haben aber eine andere Geschichte gefunden. Bist du diejenige, die auch schon mal bei Ingo Appelt in ganz jungen Jahren mal gescheitert ist, als Gast im Publikum? Ja, in der Tat. Wie kam es dazu? Wie ist die Geschichte denn? Die ist mal irgendwo kurz im Internet aufgetaucht, dann habe ich gedacht, psst, dann geht sie vielleicht wieder weg. Aber jetzt, dafür gibt es uns. Ja, dafür gibt es uns. Wir holen sie dann wieder raus. Ja, damals war ich eine Studentin im FH-Radio und wir haben Freikarten bekommen für die Aufführung von Ingo Appelt. Und er hat an dem Tag seine CD aufgenommen zu seinem aktuellen Programm. Und dann bist du halt, und es gab Freibier quasi als Ausgleich fürs Mitmachen bei der CD. Und dann bist du halt immer an Tresen, hast gesagt, ich und meine fünf Freunde hätten gerne sechs Bier. Und das hat aber jeder Einzelne so gemacht. Ne? Dann hattest du halt immer schon ganz viel Bier dabei. Und jeder weiß ja, ne? Vier Kölsch trinken, sechs wegbringen. Und dann saß ich wirklich vorne, mittig, erste Reihe und hab's nicht mehr mehrmals, also mehrere Anläufe genommen, um aufs Klo zu gehen. Und beim vierten Mal oder so war es mir so peinlich, dass ich mir so überlegt habe, wie könnte mein Fluchtweg am besten aussehen. Wenn du ganz vorne sitzt und achtmal aufstehst in der Veranstaltung, finden dich irgendwann alle doof. Und dann habe ich gedacht, ah super, ich krabbel auf allen Vieren so raus aus dem Ding. Und wenn ich hinten aus dem Licht raus bin, dann stehe ich erst auf. Also bin ich losgekrabbelt, hab's auch geschafft, war irgendwann im Dunkeln, stehe auf, habe aber so spitze Schuhe an wie heute und bleibe an so einem Tisch hängen mit dem Schuh, auf dem 170 Aschenbecher aufgetürmt waren, weil man damals noch rauchen durfte in solchen Veranstaltungshäusern. Es hat einen riesen Schlag getan. Mucksmäuschenstill, ich natürlich rausgerannt. Erst mal eine Viertelstunde auf dem Klo gewesen, alles mal gecheckt, erst mal krass über die Sache wachsen lassen und so. Und dann kam ich zurück und kam wieder in diesen Saal rein und dann saß eine Frau neben dem Eingang und sagte, ah, da ist sie, Katrin, wieder. Und ich dachte, irgendwas muss schiefgelaufen sein, weil als ich gegangen bin, kannte sie meinen Namen sicher noch nicht. Und in diesem Moment sagte Ingo Appelt, da hast du keine Chance, komm nach vorne. Und er hat einfach die CD-Aufnahme unterbrochen für diese Zeiten, hat eine Viertelstunde frei improvisiert. Ich war das Wiesenhofhähnchen, aber leider unverpackt, alles Mögliche. Und am Ende, also wer es jetzt noch mal hören möchte, es ist ein Track auf dieser CD geworden und der heißt Pissnelke. Das bist du. Das ist mein erster öffentlicher Auftritt. Sehr gut. Ja. So, und das war doch schon mal der Einstieg ins Scheitern. Ne? Ja.
Und wenn wir jetzt noch mal, Katja, wenn das wir jetzt... Ich hatte mir den Einstieg in die Karriere auch ein bisschen anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Verstehe. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiter zurück... War sehr erfolgreich. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiter zurückgehen, es kam auch eben gerade schön durch, dieser leicht schwäbische Akzent. Ach, hat man schon wieder? Ich muss mich so... Alles außer Hochdeutsch. Ja, dabei bemühe ich mich so, echt. Du bist Alice hat man mir beigebracht. Ich kenne Alice. Außer Hochdeutsch. Wir kennen alles. Kennet alles. Alles kennen wir. Du bist in Aalen geboren, ne? In Aale. Wie heißt das? Aale. Aale. Mir sagt Aale. Ja. Wie ist das, wenn man als Kind oder Jugendlicher in Aalen aufwächst? Ist das, wie erlebt man dort die erste Liebe? Ja, also ich glaube, die erste Liebe ist wahrscheinlich so wie überall, denke ich mal. Ja, auch meine. Ich glaube, das ist ortsunabhängig. Ich würde jetzt sagen, ich bin alle nicht mehr oder weniger spektakulär als andere. Es sind ja auch ein persönliche Vorliebe. An der Wahl des Mannes liegt es oft. Zum Beispiel, genau. Wie ist denn das? Das habe ich mir nämlich gefragt. Aufklärung, all diese Dinge. Also wer bringt einem das bei? Wie wird man rangeführt an die auch nicht unwesentlichen Teile des Lebens? Ja, ich glaube, das unterscheidet sich ja nicht. Aber ich habe so das Gefühl, man denkt ja immer, also ich kenne diese Geschichten meiner Mutter, dass die immer sagte, da wurde gar nicht drüber gesprochen zu Hause. Ne? Also als sie ihre Tage bekommen hat, da war das so, jetzt hast du den Dreck auch. Das war alles, was dazu, oder die Sauerei, jetzt hast du auch die Sauerei. Das war so alles, was gesagt wurde. Und dann denkt man ja immer so eine Generation später und wir sind ja jetzt so, ne? Die Generation Prä-Newborn, da war doch bestimmt alles besser und irgendeiner hat uns so, selbst in meiner Generation habe ich immer das Gefühl, hat halt auch jeder gedacht, der andere macht's. Ne? Also die Lehrer haben gedacht, die Eltern machen's und die Lehrer haben, ich weiß die auch Eltern nicht. Haben gedacht, die Lehrer die machen haben, das schon. Wir lesen die Bravo oder irgendwie so. Ne? Hattest du auch so einen Biologielehrer, der mit hochrotem Kopf dann da irgendwann eines Morgens die Schulklasse betritt und du weißt, heute passiert was Besonderes? Ja, also mein Biologielehrer, der kam rein und hat gar nichts gesagt. Er hatte Kondome in der Hand und dann hat er sie scheinbar zunächst willkürlich auf den Tischen verteilt. Und dann ist er so in so einer schwäbischen Präsigkeit wieder nach vorne gelaufen. Und dann sagte er, ich hab mal Kondome verteilt für alle, wo ich denkt haben, die können es brauchen. Sind aber, aber Moment, man sagte, sind vom Gesundheitsamt, sind schon abgelaufen, nicht bei mir beschwert. Und der Schlusssatz war, beschwert euch aber nicht bei mir, wenn ihr einen dicken Bauch kriegt. Das war die Aufklärung im Prinzip. Und damals hatte man noch Tages... Weißt du, damals, das klingt ja so, als wäre ich jetzt schon so eine alte Tante, aber damals gab es noch Tageslichtprojektoren und damals haben Lehrer noch mit Folien gearbeitet. Richtig. Und dann wurden diese Folien, dann wurde... Penisse wurden da angemalt vom Lehrer, um eben bestimmte Dinge zu erklären. Und ich, ganz ehrlich, als ich den ersten echten Penis gesehen habe, diese Folien waren eine Zumutung. Ich habe gedacht, er wäre kaputt, weil er nicht so aussah wie auf dem Bild. Echt. Ja. Schon mit so einer soliden Scheiterbasis ins Leben geschickt. Weißt wenn du? Sexualität auf Wirklichkeit trifft. Aber ich muss dir sagen, ich darf eigentlich nicht mehr über diese Themen im Fernsehen reden. Ich habe das neulich in einer anderen Sendung über die Missgeschicke, also über das Scheitern beim Sex gesprochen. Und jetzt hat die, ich sage es jetzt auch im Fernsehen, die Cousine meiner Oma bei meiner Oma angerufen und hat gesagt, ich will nicht mehr, dass Katrin im Fernsehen über Sex schwätzt. Das will ich nicht angucken. Ich muss mich jetzt zusammenreißen, die Familie guckt zu. Ja, dann lass uns ganz kurz über Sex reden. Wie war das? Das hat mir ja so abgesprochen, dass ich so eine Vorlage bringe und dann reden wir endlich über Sex. Genau. Aber wenn du sagst Aalen, du beschreibst das irgendwo sehr, sehr schön und sagst, da gab es damals auch schon, das fand ich sehr fortschrittlich, einen Sexshop in Aalen? Ja. Also nee, es gab so eine Videothek, weißt du? Also die Videothek und es gab eben den richtigen Eingang für die normalen Menschen und es gab einen linken Eingang für die Perversen. Nee, Perversen waren ja alles Perverse. Verstehe. So, und das ist mir sehr früh beigebracht worden. Wir nehmen den rechten Eingang, nicht den linken. So. Ja. Da, ja, ja. Und jetzt möchtest du hören, wie ich zum ersten Mal im Sexshop war und daran so, ne? Nee, gar nicht. Ich frage mich nur, wie einen das, wobei doch schon, erzähl. Nein, es ist nur eine
Geschichte im Buch, weil man ja, ja eben denkt, das wäre jetzt so überhaupt kein Problem. Und man will ja selber auch so 2013 sein und ne, so ja. Beweisen, dass diese vielleicht auch Aufklärung, dass man das alles gut weggesteckt hat, so dieser erste Auftritt des Biologielehrers und die ganzen Folien und so, dass man viel gelernt hat in der Zwischenzeit. Und ich bin eben, ich beschreibe im Buch die Geschichte, wie ich daran scheitere, weil es mir eben, es ist jetzt auch schon 2 Jahre her, aber unfassbar peinlich natürlich ist. Wahrscheinlich, weil die Eltern immer gesagt haben, ja, das macht man. Normale Leute machen das nicht. So, die gehen halt auch nicht in den Sexshop. So ist das bei uns gewesen. Auch nicht in den bösen Teil der Videothek. Das prägt einen fürs Leben. Das prägt dich total. Wenn wir jetzt mal zurückkommen in das Jahr 2013, 2014. Und du hast eben gesagt, bin Single. Und ja. Beschreibst das auch so schön, so dieses kleine Scheitern, allein schon im Freundeskreis oder abends auf der Geburtstagsfeier, wenn man dann in der Küche zusammensteht und dann den Satz fallen lässt, mit wem bist du gerade zusammen? Ich bin Single. Was passiert dann? Dann bist du gescheitert. Also schon alleine der Satz, dass du Single bist, da bist du in den Augen der anderen gescheitert. Und da habe ich mich einfach sehr drüber gewundert, warum das 2013 oder 2014 in Deutschland eben immer noch so ist. Die normale Reaktion ist gerne auch mal von anderen Frauen, was? Du bist doch eine tolle Frau. Wieso das denn? Und da höre ich doch schon im Unterton, dahinter schwingt doch schon so ein leichtes oder etwa nicht. Ne? Also es fragen sich natürlich sofort alle, wie vermarkt, wie schrullig musst du sein, dass du niemanden abbekommen hast einfach. Und jetzt bin ich 31, ich kann jetzt ohne Mann und ohne Kinder nicht mehr so lange auch nach Orlo oder nach Schwaben fahren, ja, ohne Attest. Ne? Das geht bei uns eigentlich nicht. Ja. Weißt du? Wie sind das, mit Kindern ist ja auch so ein Thema, ne? Ja? Wenn man so in dem Alter ist... Ja. Darf ich fragen, du bist jetzt, wie alt bist du jetzt, Katrin? Soll ich es nochmal sagen? Ne? 31. Ja, entschuldige, ich hatte es eben akustisch nicht ganz mitgekriegt. Ist so eine schöne Zahl, weißt du, ich bin gestern 45 geworden. Bist du? Ja. Nachträglich ja. Alles ja. Gute zum Geburtstag. Vorgestern, sogar, vorgestern. Für die Zeit rast, die Zeit rast. Ja. Es war vorgestern, die Zeit rast, ja, wie schnell die Zeit vergeht. Aber setzt einen das auch im Großraum Aalen so ein bisschen unter Druck, wenn man mit 31 noch keine Kinder hat? Ja, also ich glaube, ich kann jetzt noch so 2, 3 Jahre sagen, dass ich halt so ein bisschen Karriere mache, weil dann ist es, glaube ich, auch vorbei. Ne? Dann glaubt mir das halt auch keiner mehr. Also ja. Ich bin jetzt vor ein paar Wochen da gewesen und da war das Buch ja schon fertig. Und dann bin ich wirklich, aber es war noch nicht in den Läden, das heißt, es hatte also auch noch niemand gelesen, was drinsteht. Ich beschäftige mich ja genau mit diesem Thema. Und ich war auf einer Geburtstagsfeier und bin abends original 3-mal auf dieser Party gefragt worden, wie es denn jetzt wäre mit dem Mann und ist bei dir schon? Oder und da stand da mit einem Wein und einer Kippe und dachte, nee, ist wohl nicht, aber es ist wirklich ein Thema, aber wirklich mehr für die anderen als, als für mich. Aber das kriegst du irgendwann ja. Nicht mehr erklärt. Apropos kriegen, kriegst du auch dann so Fotos aufs Handy mit Windeln in jedem Aggregatzustand zum Beispiel? Also ich von befreundeten habe, Paaren? Ich kenne Fotos, wo Menschen den ersten festen Stuhlgang im Töpfchen verschickt dokumentieren. Haben. Weil sie so stolz waren, weil wirklich jetzt mittlerweile... also in Echtzeit werden ja. Die ersten 4, 5 Jahre festgehalten und sie werden auch weitergeleitet, leider auch an mich. Also das sind ja Leute, die tolle Sachen in ihrem Leben gemacht haben. Die waren auf Rundreise in Australien, da haben die 3 Fotos von Koalabären geschickt. Heute schicken die dir 16 Gigabyte vom Kind. Es ist der absolute... Aber Fotos von Koala-Scheiße will auch keiner sehen. Also, nein. In diesem Sinne, richtig. Katrin, ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Wirklich sehr unterhaltsam, großer Spaß, wenn man abends mal nichts Besseres zu tun hat, kurz nach Ende unserer schönen Also wenn Sie wirklich mal gar nein, nicht wissen, was Sie machen sollen, dann ja, doch nur ein Spaß. Du, das war mein blöd. Gott. Mach's bitte noch mal schön, ja? Okay, ich mach's jetzt noch mal total schön, ja? Also, wenn es ausnahmsweise mal kein Lanz gibt und Sie abends nicht wissen, was Sie tun sollten, oder wenn es Lanz gibt und Sie Lanz gucken und dann auch heute Nacht schon vorbei ist, was jetzt gleich im Anschluss kommt, dann können Sie direkt danach, kurz vor der nächsten Wiederholung von Bauer sucht Frau, noch mal ganz kurz bei Katrin Bauer reinlesen. Da gibt es nichts Besseres, Katrin. Habe ich das jetzt schön gemacht? Oder Werner Schneider? So, oder? Ich möchte mich da anschließen und sagen, das bisschen, was ich lese, schreibe ich mir normalerweise selbst. Aber die Darstellung dieser Dame hat mich doch dazu gebracht, dass ich wieder einmal nach einem Buch greife. So. Er hat es schön gemacht. Also, Katrin, bedanke mich sehr herzlich. Ganz schnell noch.
sei gesagt, 5. April startet 19:30 beim Interviewsender Dreisat die neue Bauernfeind-Staffel. Ne? Ja. Auch da werden wir dann mal reinschauen. Bedanke mich ganz, ganz herzlich für den Besuch. Ein weiteres Mal eine große Freude in Katrin Bauerfeind. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei der zweiten Dame in der Runde, bei Larissa Marlott, der wir alles Gute wünschen, Larissa, für alles, was da kommt. Let's Dance, da sehen wir dich wieder. Ein ganz anderer Mensch, der da heute vor uns saß, als der, den wir glaubten, bislang zu kennen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Werner Schneider, der uns heute ein paar sehr ehrliche Dinge über seine Eltern, seine Jugend erzählt hat. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Hans Eichel. Herzlichen Dank, Herr Eichel. Alles Gute auch Ihnen. Und weiterhin gesundheitlich auch alles Gute, dass das irgendwann sich alles endgültig verspielt. Wir bedanken uns sehr herzlich jetzt die Kollegen von heute Nacht. Und morgen sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.